So, Freunde, willkommen zum dritten Teil des Ninja-Turms. Was mit dem ersten Teil tatsächlich passiert ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn aufgenommen und ja, weiß ich nicht. Muss ihn dann wohl irgendwie aus Versehen mitgelöscht haben. Wobei ich mir eigentlich auch sicher bin, dass ich ihn hochgeladen habe. Also, mysteriös, wo er ist, keine Ahnung. War aber nichts Spektakuläres. So in den ersten Stufen, da passiert ja sowieso nicht viel. Ja, das ist ja nicht gravierend wichtig jetzt gewesen. Ich habe, glaube ich, auch 18 Truppenmünzen am ersten Tag, meine ich, gemacht. 2 4-Sterne-Truppen oder sowas. Also jetzt nichts Besonderes. Was aber ganz cool ist, das habe ich gestern gemacht. Und zwar habe ich jetzt die Grüne auch auf 29. Ja. Das heißt, damit sind wir durch. 30, 29. Jetzt arbeiten wir dann an der hier. Und gucken wir mal, dass wir die erstmal bis 23 kriegen. Und dann überlege ich weiter. Also 30, 29, 23 ist so das Ziel. In Gelb haben wir es jetzt, in Grün haben wir es jetzt, in Lila bin ich dabei. Das dauert noch ein bisschen. So, das können wir schon mal machen. Zack. Jawohl, so viel dauert es auch nicht mehr, wenn wir genug Truppenmünzen kriegen in Lila, ne? Also Truppen in Lila kriegen. Aber das Ding ist halt, diese Trainertruppen, keine Ahnung, wo man die herkriegt, aber was es mit denen auf sich hat, wird man dann noch sehen. Deswegen habe ich gestern gesagt, dass ich nur 10 Münzen mache und dann auch nur, bis wir die lila Ninja-Truppe haben. Ja, also wenn wir die lila Ninja-Truppe schon eher kriegen, dann höre ich damit auf. Dann brauche ich da nicht mehr großartig was weitermachen. Okay, go. Ich hoffe, es war jetzt auch richtig mit Grün. Noch nicht. Okay, jetzt kommt wieder der Flug. Der setzt sich jetzt wieder einigermaßen gut hier hin. So, so die Frage ist jetzt, wir müssen mal grün kriegen. Danke. War sehr nett. Den müssen wir sofort machen, weil egal welche Bordbewegung wir machen, hier ist nichts mehr an Rot. Das heißt, wir kriegen den hier sowieso nicht weg. Und ich wurde jetzt schon von mehreren angesprochen, dass sie ja den Ninja-Turm einfacher machen wollten. Habe ich ehrlich gesagt gar nichts von mitgekriegt. Ganz ehrlich. Kann sein, ja, gut möglich, dass sie das wollten, weil sie die, ach hier, diese unmöglichen Stufen da reinmachen. Das kann gut sein. Aber ich merke nichts davon. Ganz ehrlich. Also, für mich ist der genauso wie immer. Muss ich wieder? Ich hoffe, ich hab. Diana, was soll ich denn mit dir machen, Mädchen? Du kannst noch einmal versuchen. Gut. Aber dann war auch jetzt Feierabend, ne? Also. Ist scheiße, aber wie gesagt, wir müssen bis Impossible alles durchmachen, deswegen will ich da auch gucken, dass wir möglichst lange alle Helden behalten können. Weil ich halt absolut keinen Plan habe, wie das wird im weiteren Verlauf. Na komm, hau rein da mit deinem Special. Okay. Ja, 2.19 ist zu lange. Definitiv, aber gut. Blau. Blaues Team, weil da ist auch Mika. Und den können wir mit Frieda weghauen.
Irgendwo ist ein Fehler. Ja, da war der Fehler. So. Ja, wenn Kirill draufgehen sollte oder ein Fluch auf Kirill ist, dann werde ich den nicht mit Ach und Krach versuchen wegzukriegen. So. Ach, hier ist jetzt alles durcheinander. So. Passt schon. Okay, go. Go, go, go. Ja, das ist hier schon wieder sehr undankbar. Ich krieg ihn auch nicht weg. Junge, guck's dir an. Jetzt setzt er sich da hin, der Schmock. Ah, Glück gehabt. Also ich spiel, ich. Das war wieder typisch, genau in die beiden äußersten Ecken. So. Aber den noch. Die Minions müssten eigentlich den da killen jetzt. Oder auch nicht. So, wie machen wir das jetzt hier wieder mit dem? Weit und breit kein Rot in Sicht. Das einzige, eine Chance. Bei denen spielen, dass hier jetzt was Rotes kommt. Es ist Kirill. Ja, dann Kirill, scheiß drauf. Also die Flüche, die bisher gekommen sind, ja, die waren alle undankbar. Ich meine, klar, wir spielen hier auch am Rand, logischerweise, aber genau dann da hinsetzen müssen. Den kriegen wir weg, das ist ja gut. Hätten den Roten weggekriegt, ja, wenn das Match nicht gewesen wäre. Okay. Also komm, dann geh mal weg da. Wir machen erstmal den Flug weg. So, jetzt muss ich hier wieder am Rand spielen, ne? Jetzt kommt da. Natürlich kommt er jetzt. Wir gucken mal, dass wir das vielleicht schon schaffen, bevor. Obwohl, nee, wir können ihn jetzt wegmachen. Gut. Machen wir es auch. Ja, blau kommt mit. Sehr gut. Okay. Sehr, sehr gut. Gut, gut. Heilung Mana. Grün oder Rot? Okay, wir nehmen Rot. Grün oder Rot? Müsste sich vorher so Teams zusammenbauen, damit man gar nicht so lange immer scrollen und suchen muss. Ich glaube, den hatte ich da. Also Nor hat übrigens jetzt ihre Embleme verloren, ja. Ich habe es lange versucht, aber sie war ja eigentlich für sehr schnell geplant für die Kriege. Aber das geht halt alles in eine ganz andere Richtung irgendwie mit Alfrike und nur Revivern und sowas. Und da macht Nor halt einfach keinen Sinn. Wofür brauche ich Nor? Wenn sie die ganze Zeit, wenn Mutter Nord ein Minion macht, sich selber auch ein Minion macht, aber irgendwie nicht killt und Alfrike sie dann zerstört. Macht wenig Sinn, ja. Deswegen hat sie jetzt keine Embleme mehr. Das nochmal noch so nebenbei. Okay. Hier sind nur grüne Gegner. Das ist eigentlich sehr gut. Ich bin verwundert, dass das ja nicht reicht für ihn. Schande auf meine roten Helden. So, wie machen wir das jetzt? Machen wir hier. Okay, Glück gehabt.
Dann machen wir mal Janna an. Ach, lieber Wilbur auch nochmal. Hätte ich eher machen sollen, aber egal. So. Nase juckt. So, Kagan, Colin. Das, eigentlich mit euch beiden reicht es nicht. Das ist aber auch. Auch ein Ding wieder. So, Beeilung hier. Weg damit. Hm? Bisschen Bewegung reinbringen. Da reichen jetzt zwei. Achso, das waren kritischer, ne? So, so. Also das ist jetzt eher naja, gar nicht mal so undankbar. Wir haben ja hier ein Match. Weil wir haben halt nicht viel. Kritisch. Hast du gesehen? Kritisch. Mit Ares und unserer zusätzlichen Chance. Dieses Team, das ist echt gut. Das heißt, ich glaube, ich spiele jetzt ein bisschen mit dem Team. Obwohl, naja, ausgerechnet nicht hier, wo jetzt, oder? Nee. Nee, lieber nicht. Das Team ist schon nicht schlecht. So, dich. Das ist mehr auf Dingens geprägt, auf Defensive. Wo ist denn Kaiser? Du bist der Finisher. So, 30, 29. Lass mal so. Komm hier. Auch mehr Angriff für dich. Mehr Angriff für alle. So. Okay. Das sehe ich hier, das Match. Okay, war anscheinend ein guter Move. Ich mach den. Shit. Das hat gar nicht geklappt jetzt. So doof. Wie kriegen wir denn jetzt... Also es muss ein Tornado her. Ich kann höchstens einmal nochmal hier versuchen. Vielleicht kommt da was hoch. Ja. Nee, hilft mir nicht. Schade aber auch. Okay, der hat geholfen. Perfekt. Ich mach den lieber direkt weg. Wer weiß, was passiert, wenn ich hier... Ich wollte erst den hier machen. Aber weiß wieder nie, was da passiert. Ja, hier wieder. So, da sind wir. Oh, okay. So, jetzt bin ich gespannt, wie ich mir den hier wegzauber. Keine Zeit, um, Diamanten zu testen. Das war sehr gut. Machen wir jetzt keinen Scheiß. Okay. Nehmen wir. Gelb. Okay. War nicht schlecht. Gang. Wer ist er denn umgangen? So, hier, komm. Baller mal alle weg. Gelbes Match, komm. Schade. Jetzt, reicht das? Jawohl. Boah, ich glaube, die erste Zeit, das erste Level, 2 Minuten 18, wo ich dachte, aber das ist eine scheiß Zeit, das war bisher auch die schlechteste. Danach lief es jetzt besser. Weniger als, nein, alle 100 Lebenspunkte, wenn dann, ja. 15% Verringerung des erhaltenen Schadens. Ja, machen wir das mal. Warum nicht? So, jetzt nehmen wir hier blau. Also ich habe, das sind gute Teams, die ich hier habe. Deswegen, ich hatte ja kurz gerade überlegt, ob ich nur mit Rot spiele, weil das ja ganz gut lief. Aber jetzt bin ich mittlerweile so zu der Erkenntnis gekommen, dass eigentlich so auch nicht schlecht sind die Teams.
Kriegst die. Die, du kriegst die, das passt, oder? Mittel, ja. Okay, go. Go, go, go. Und ich mach's, passe es halt immer ab nach den Bossen, ne? Wenn ich dann nur rot nehme, jetzt fängt ein anderer. Gleich kommt der Nieser, der kündigt sich bei den Nasenlöchern an. Also da passe ich das ja schon mal irgendwie so ein bisschen ab, weil dann ist es einfacher auch mit den Steinen. Weil teilweise machst du ja halt dann nur den Damage mit den Steinen. Und hier habe ich jetzt ein Problem. Da komme ich nämlich nicht weiter. Oh! Oh, guck mal, wie scheiße das Board war. Direkt der nächste da. Vielleicht. Oh! Okay, gut, 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 gut. Ja, mach mal. So, jetzt müssen wir den hier wegkriegen. Auch interessant werden. Ach, Junge. Nadel. Oh. Todesnase. So, was machen wir denn jetzt mit ihm hier wieder in der Ecke? Okay, ein Glück. Na, ach so, wir haben hier noch. Okay, ich spüre den so. Wo ist denn jetzt mein Blau? Okay, ja, das ist sogar schön. Wir können das machen. Das geht nämlich im. Oh, ein blauer Diamant über. Mach das doch mal bei der dritten Aufladung. Warum musst du es denn jetzt machen? Das kostet Zeit. Liegt irgendwas quer drin in der Nase, dass die ganze Zeit anfängt aufzumucken. So. Ja, höchster Respekt. Wir sind durch, ne? Ah ja, wir haben die normale Stufe jetzt erreicht. Also durch. Okay. Gibt es hier keine. Ich habe es abgeschlossen. Ich wollte schon sagen, wollte mich jetzt hier. Oh. Okay. Ist ja das Beste, was ich je gekriegt habe. Das ist aber. Okay, also das muss man denen lassen. Das ist eine schöne Belohnung für die ersten 25 Stufen. Das ist nicht schlecht. Oh ja. 50. Jo, okay. 25 haben wir, 50 haben wir noch vor uns. ja, okay. Gut. Gelb. Gelb, gelb, gelb. Du. Das Team von gerade war eigentlich nicht schlecht mit Musashi. Könnte man eigentlich auch mal weiter emblemieren, glaube ich. So, 30. Tauschen will, du kriegst die Ninja-Truppe. Okay. Nur noch zwei Items. Ah. Negative Statusänderungen der Verteidigung sind gegen alle Feinde. Was? Ah. Ich habe drei Gelbe in den Rhein gefeuert und der ist noch nicht mal ansatzweise down. Okay. Das kann, glaube ich, lustig werden. Hätte er das überlebt, dann hätte ich echt an allem gezweifelt. Oh Mann, also hier muss er echt schon einen Heiler mitnehmen, safe. Sonst sieht das echt nicht gut aus.
Okay, also das ist mein Handy wieder wegklingen. Also ohne Heiler schwer was los hier, ne? Nein, oh Mann, ja, genau da wegklingen. Also erste Welle und wir sind bei 1:18. Das kann ja was werden. Ich habe keine Chance. Versuch's nochmal. Gucken. Okay, das hat funktioniert. Okay, also ein Heiler muss mit am besten halt ein Direktheiler, aber den habe ich zum Beispiel nicht im grünen Team. Da nehme ich immer Talek mit. Jetzt haben wir auch den hohen Angriff hier. Vielleicht ist das so eine Message dann dafür, dass das hier jetzt stärker wird. Diesen hohen Angriff lieber machen solltest. Ein Zeichen. So. Okay. Muss halt auch erstmal in Fahrt kommen hier, ne? Kriegen wir ihn da jetzt weg? Oh, ich muss heilen, ey. Also wirklich ohne Heiler geht das nicht. Okay. Ja, sehr gut. Gut gemacht. Halbwegs gut gemacht. Jetzt nehmen wir den hier. Kriegen wir hier gelb. Oh, wow. Das waren zwei Specials. Specials haben einen vollen Leonidas gekillt. Das ist respektabel. Und meine Specials killen nicht. Okay. Das kann ja lustig werden. Wie oft löst er denn noch aus hier? Er will June wegkriegen. Er will. Komm, ist gut jetzt. Okay, also. Oh, holy shit. 3,37? Dann gibt es ja wenigstens bessere Belohnung hier. Ich muss mal eben ganz kurz was gucken. Okay. So, was ist das denn? Drei verschiedene. Ja, dann nehme ich das rote Team jetzt mal. Oder warte mal, war der überhaupt? Verwerfen. So, sie ist gar nicht dabei. Dann nehmen wir grün. Versuchen wir es mal wie das jetzt aussieht mit Talek. Hallo, nehmen Sie da an. Also. Du gehst dahin, dahin. Das passt. Okay. Also wenn man nicht genug Wirbelwinde hat, dann ist das echt auch schnell vorbei, ne? Also wenn dann die Helden da rausgeballert werden. Meine ohne Wirbelwind wären auch schon ein paar von mir weg gewesen. Aber Fock ist auch schon gleich weg. Gefühlt zwei Angriffe auf ihn. Das ist jetzt hier halt nur mal hier ein Test, ob so ein Heiler über Zeit reicht oder. Guck mal, elementarer Death Down und Dingens reichen nicht aus. Das ist hart. Bei 268 Damage auch pro Nase. Das ist aller Ehren wert. Man vielleicht doch mal zwischendurch auf Heilung gehen sollen. Vor allem, wenn du halt so Phasen hast jetzt hier, wo gar nichts kommt.
Zum Glück kommt auch kein Flug, aber hier kommt ja jetzt nix. Wir jetzt schon wegknallen hier. Wenn nur ein Shot auf Frick geht, dann ist sie aber auch weg. Boah, also impossible ist nicht impossible, aber es ist extrem Holland. Jetzt haben wir den hohen Angriff. Jetzt sind wir eigentlich dabei. Reicht das? Okay. Weil die will ich mir hier aufheben. Die will ich jetzt straight in sein Gesicht knallen hier. Okay. Oh, das war gut. Die Stages, die sind, diese kleinen vorher, die sind am schlimmsten. Wenn du die überstanden hast, dann ist das gar nicht so schwer. Och, guck mal, was der alles aushält. Junge, Junge, Junge. Komm. Ah, okay, also. Sein Viecher vorher? Puh. Ein Wirbelwind haben wir zurückgekriegt. So, Chance auf kritische Treffer. Und wie hoch ist sie denn jetzt mittlerweile? Was ist das? So. Mächtiger Widerstand, ja. Wo kann ich denn meinen Segen nochmal ansehen? Da. 15% Chance auf kritische Treffer, okay. Aber was ist er jetzt hier? Rot mit einem Blau mit. Also mit einem Heiler über Zeit schon knapp an manchen Stellen. Wenn man da Pech hat, dann ist da schnell Game Over. So. Der Rest passt. Okay. So. Boah. Hält mir echt viel aus. Selbst so ein ich meine, dieser Stufe 1 Angriff von Kobold ist ja nicht wirklich stark. Aber der müsste eigentlich für so einen Stinker hier reichen. Aber tut er nicht. Reicht nicht. So, ich muss, ja, Bombe wegkriegen. Komm, Kobold, mach mal. So. Okay. Bleibst du hoffentlich stehen, sehr gut. Machen wir das mal direkt weg. Also, ganz ehrlich, auf Zeit. Wären wir das sowas von item-intensiv? Nee. Also, selbst auch mit dem, man kann es ja wiederholen. Ja, man hat ja immer, dann müsste man ja die ganzen Flaschen nachkaufen. Dann kann man ja auch Level wiederholen. Aber nicht dafür. Nicht für Embleme, die einem hinterhergeworfen werden. Die Sache hier, da wirklich all-in zu gehen, das überlasse ich anderen, die auch, mehrere tausend Euro in Portalen ausgeben. Ja, das dürfen die gerne hier machen. Da mache ich gerne den Platz frei. Ja, das ist nicht dann meine Kragenweite. Und das ist auch nicht das, was mir dann Spaß macht. So. Okay. Okay, Specials ist nicht schlecht.
Aber man braucht dann, man braucht auch die Helden dafür. Also elementarer Def down, Attack up, Defense down. Wenn du das alles so nicht hast in der Kombination, dann ist das trotzdem, dann ist das echt hart. Was auch noch mit dem Diamant aufgehört hier. Okay, 2,42. Ja. Gelb und lila, ne? Mal wieder lila. Jetzt ist die Frage, ob Attack Up Brigad reicht. Wir testen das. Nehmen wir noch mit Cages immer so eine Sache. Halt einen, der ein bisschen reinballert, ne? Ach, heißt das, nehmen wir Cage mit. So, du kriegst eine 1er, du kriegst eine 30er, du die 28er, du die 15er, du kriegst auch eine 1er, aber eine andere. Okay, go. Okay. Aha, da reicht es. Achso, ja, wir haben ja kritische Chance erhöht und so. Okay. War, glaube ich, auch ein kritischer Treffer. Okay, das kriegen wir ja auch. Kritisch, ja. Okay, die kritischen Treffer scheinen zu funktionieren. Panther, Cage und ein Steinchen reichen nicht für den Uni-Verteidiger. Sei ehrenwert, Herr Uni-Verteidiger. Ich würde dich gerne in meiner Def stehen haben im Krieg. Sie scheinen ein sehr resistenter Mann zu sein. Mal eben hier einmal aufpassen. Nehmen wir die. Ja, machen wir mal die beiden Panther und Cage hier hin. Hat der jetzt beide Panther ausgehalten und Cage? War krasser hier, die Typen. So, wir sind relativ zügig durchgekommen. Jetzt lass uns mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Da habe ich schon ein Problem. Problem erkannt. Problem noch nicht gebannt. So, der Hampelmann ist weg. Der Fluch ist auf Rigard. Weißt du was? Kann auf Rigard bleiben. Ich habe genug davon. Da setze ich jetzt keinen Dingens für ein. Oh, das, warte mal. Da machen wir mal im Eimer ganz kurz ein bisschen Angriff verringern. Ja, sicherlich. Hätte ich den verarscht. Wir gehen hier hin, okay. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt nicht den Angriff verringert. Ach, Cage ist auch über den Jordan gegangen, okay. Okay. Also die Lilanen haben es schwer. Jetzt kein Team, was man vielleicht für die höchsten Level nehmen sollte. Aber ich muss auch zugeben, das Board gibt hier auch gerade nicht sehr viel her. Jetzt ist der Fluch wieder auf Rigard. Ja, mal ganz ehrlich, was soll ich machen? Ist er halt raus. Ich glaube, dieses lila Team will ich eh nicht häufig nehmen. Das scheint nicht gut zu sein. Macht zu wenig Damage auf diesem Level hier.
3,35, 3,34. Zwei, die schon weg sind, also ja, war nicht gut. Ganz und gar nicht. Aber wir nehmen wieder die kritischen Treffer. Blau. Gut, also lila können wir uns, glaube ich, von verabschieden. Da wurden dem Team die Grenzen aufgezeigt. Also aber das Team hat ja noch ein Wörtchen mitzureden. So, go. Letzter. Letzter für heute. Dann ist auch meine Euphorie für diesen Ninja-Turm für heute auch erstmal gedeckt. Mal gucken, ob wir das irgendwie. Ja, Glück gehabt. Also da wir das lila Team ausklammern, muss ich natürlich gucken, dass die anderen Teams so lange wie möglich einigermaßen beisammen bleiben. Also rot, blau und grün, das sind so meine Teams, wo ich sagen würde, jo, denen traue ich auch zu, bis ganz zum Ende zu gehen. Grün hat zwar Talek als nicht direkten Heiler, aber die haben halt Potenzial. Durch seinen Steinschaden. Aha. Dann machen wir das so. Das geht dann hier zusammen. Gleit na. Okay. Reicht bestimmt nicht. Doch. So, ein Problem. Was mache ich hiermit? Problem erkannt, Problem gebannt. Und wieder hier. Warte mal, müssen wir wieder da spielen? Perfekt. Okay. Machen wir dich dahin, den Rest machen wir hiermit. Gut. So, in der Mitte, vielleicht ist ja gar nicht perfekt. Gutes Mädchen. Oh. Das ist halt der Vorteil, ne? Dass du es dann relativ schnell wegkriegst, aber das ist halt dann immer noch kein Selbstläufer. Vor allem nicht, wenn es dann so aussieht wie jetzt hier gerade. Ah, okay. Den kriegen wir jetzt auch weg. Echt jetzt? Ich dachte, da ist so viel Rot. Das wird schon irgendwie zusammenpassen. Okay, da habe ich mir jetzt echt ein Eigentor geschossen. Okay. Ich habe echt gedacht, da ist so viel Rot, das wird schon irgendwie zusammenkommen. Ja, das war. ja, tut mir leid, Kobalt. Der geht auf meine Kappe. Ich dachte echt, das würde da hinhauen. Aber gut, statt Kobalt kann man theoretisch auch noch ein Magni im Kostüm mitnehmen. Das geht auch. Boah, da war ja nur rot da oben eigentlich. Ich dachte wirklich, in meinem jugendlichen Leichtsinn, weißt du. Egal. Gut. Hier gibt's jetzt keine Zwischenbelohnung mehr, oder was? Okay. So, wir sind auf Rang 8818, 812. Der Vorteil ist ja wirklich, für die Leute, die es halt spielen, die es wirklich bis zum Ende spielen, also bis Stufe 50, viele spielen es bis dahin gar nicht, weil sie gar keinen Bock dazu haben, was ich auch völlig verstehen kann. Deswegen sind dann auch so Leute, wie ich jetzt zum Beispiel, die jetzt gar nicht so krass pushen, sondern einfach nur gucken, dass sie da gut durchkommen, in einer
angemessenen Zeit, dass die dann am Ende vielleicht doch dann hier irgendwo landen, wo sie sich vorher gar nicht gesehen haben, weil viele halt einfach nicht die Zeit haben, nicht die Lust haben oder sonst was. Und ja, Leute wie ich können dann da eventuell von profitieren. Ach, die Nase, Alter. Ja, also das ist noch so ein kleiner Vorteil. So, gucken wir hier nochmal rein. Gut. Okay, Freunde, das war's. Vielen Dank fürs... Ah nein, war noch nicht. Oh, guck mal hier, wir können eine Beschwörung machen. Was machen? Ja, erstmal eben hier 10 Stück. Ah. Hab mich kirre die Nase. Also lila Ninja-Truppe, wenn wir die kriegen, dann hören wir auf. Wenn nicht, wir machen nur 10 pro Tag. Das reicht. Den Rest will ich dann mal aufheben. Ich will sowieso im Moment dann eher Ruby leveln als Truppen. Das heißt, die Nahrung ist schon woanders eingeplant. Nicht so viel Gelb. Ich brauche doch nicht so viel Gelb. Ich brauche Rot und Blau. Wenn du mir schon was Gutes tun willst, dann Rot und Blau und Lila. Nicht Gelb. Gelb brauche ich doch nicht. Alle Farben, nur nicht Gelb. Ja, Orgasa und Grün eigentlich, weil die habe ich auch auf 29 gebracht. Also, ja, kein Grün, ja, Kommunikation ist da. Ja, genau die, nur in Ninja und 4 Sterne. Okay, ja, das ist in Ordnung. So, was kriegen wir jetzt hier? Zirkon. Das wär's gewesen. Einzelmünze, noch eine Ruby, dann hätten mich alle gehasst. Gut. Das machen wir auch noch eben hier. Ja, sehr gut. Gut, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.